Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Uranus Wings of Uranus Zusatzpack. Und ja, dieses Zusatzpack war einfach zwingend erforderlich für den Uranus und es macht eine ganze Menge her. Wir gehen am Anfang natürlich mal wieder auf die Packung ein. Wir haben einmal hier diesen silbernen, sehr schönen Schriftzug von Uranus. Also sehr schön gemacht. Vorne natürlich auch einmal das große Artwork. Hier mit einer, ich vermute mal, Kanto-Schrift. Das ist so eine Bildschrift halt aus Japan. Wie gesagt, sehr interessant. Und das große TFC-Toys-Logo. TFC 008. Das ist das 8. Set quasi hiervon. Dann haben wir hinten einmal ganz groß Uranus komplett in der neuen Ausfertigung quasi einmal gezeigt mit neuem Brustkorb, neuer Waffe. Wie gesagt, ziemlich geil, gefällt mir. Und hier sehen wir einmal die Einzelteile. Wir haben einmal hier oben das Waffenrohr, dann einmal die kleine Waffe, die Flügel für die Waffe, der Brustkorb, 4 Halterungen für die Raketen. Dann einmal ein Brustkorb-Slot, um quasi oben den Kopf zu stabilisieren. Hier einmal den Lendenschurz quasi. Dieses weiße Teil, muss ich zugeben, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, wozu es gehört. Es ärgert mich sehr, denn prinzipiell wird in diesem Set keine Anleitung mitgeliefert. Dann haben wir einmal die Mundplatte für Uranus, ziemlich cool gemacht. Dadurch wird endlich der Mund an das Original ziemlich angeglichen. Dann haben wir einmal hier diese 8 verschiedenen Raketen. Auch wie gesagt ziemlich geil gemacht. Und dann haben wir noch hier unten die 4 Waffen für die einzelnen Member. Für das komplette Superior Team quasi. Oder Uranus Team in dem Sinne. Und ja, die Waffen lassen sich wirklich perfekt zu den Figuren hinzufügen. Dazu aber gleich mehr. So, wie gesagt, das war jetzt einfach mal die Verpackung. Und jetzt wollte ich dann noch euch zeigen, wie gesagt, die Kanten. An der Seite ist nicht wirklich viel anders. Es ist halt hier einmal nur die Figur an sich als Foto abgebildet und hier, wie gesagt, das Artwork. Ansonsten, ja, war es das eigentlich. Ziemlich unspektakulär, könnte man eigentlich so sagen. So, und dann gehen wir jetzt mal auf das Innere der Packung ein. Und da sind wir auch schon wieder. So, wir haben in dieser Verpackung ziemlich viel drin. Einmal haben wir hier einmal wie so eine Art Blister-Inlay, wo wir quasi einmal die 4 Waffen, den Brustkorb und den Lendenschurz und die Waffe mit drin haben. Und einmal haben wir hier dieses Zusatzpack, was dann quasi hier die Raketen hat für alle, den Mundschutz, den diesen Unterbau dann für den Kopf und dieses, was ich nicht zuordnen kann, Set. So, was mir sehr gefallen hat, ist, dass bei diesem Set nicht wie auf der Verpackung abgebildet 4 Raketenhalter wären oder sind. Das wäre natürlich ein bisschen wenig für die Flieger, sondern es sind 8. Die werden natürlich jetzt nur nicht auf der Verpackung angezeigt. Ja, finde ich ziemlich nett. Und ja, ansonsten wird mit beigeliefert ein Pub-Inlay mit dem Uranus quasi im X-Ray-Look, was ich ganz nice finde. Eine Plastikkarte, richtig so im Design von einer Chip-Karte, so in etwa. Hier mit den Textbacks quasi für Uranus im Combiner-Modus. Und dann nochmal quasi wie auf der Karte abgebildet ein Poster mit dem kompletten Uranus Team quasi dann nochmal abgelichtet. Ja, finde ich ziemlich nett von Extras. Das Einzige, was mich, wie gesagt, ein bisschen ärgert, ist, dass keine Beschreibung mitgeliefert wurde. Das finde ich ein bisschen schade, denn es gibt halt noch so 2-3 Komponenten, wo ich mich wirklich frage, wohin damit? Ja, wie gesagt, gehen wir jetzt einfach mal erstmal auf die einzelnen Komponenten ein. Wir haben einmal hier die große Waffe. Sehr nett, wie ich finde. Hier schon natürlich zusammengesteckt komplett, das heißt hier die Flügel kann man einzeln abmachen, dann das Waffenrohr könnte man abnehmen und hier unten
haben wir einmal ein Pack für den Waffengriff von der ursprünglichen Waffe von Uranus. Und wo ich allerdings noch ein bisschen unklar bin, wozu er gut ist, haben wir hier nochmal einen anderen Pack, der deutlich größer ist. Und ja, da kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, wofür. Aber das finden wir bestimmt auch irgendwann noch raus. Vielleicht kommt noch ein Zusatzpack raus, um die Waffe nochmal zu vergrößern, wie auch immer. Ja, dieses Set kann man miteinander verbinden, um quasi wie beim G1-Pendant quasi so eine Art Superflieger zu bilden. Ich nehme dafür einmal die Einzelteile heraus. So, wir haben einmal hier die Brustplatte. Auch sehr schön, hier schon mit den Stickern für die Repro-Labels quasi mit drauf. Dann kann man das hier so öffnen. Dann haben wir hier so kleine Scharniere außen. Und hier diesen schönen Lendenschurz, der auch hier nochmal schön mit Kugelgelenken befestigt wurde. So, dieses Teil befestigen wir einmal hier hinten dran. Das heißt, wir haben hier hinten so ein kleines Loch und hier ist ein Stift. Wie gesagt, das verbinden wir. So, drehen das einmal so herum. Jetzt nehmen wir diesen Brustschild, stecken ihn hier oben drauf. Haben wir quasi schon wie so eine Art kleinen Flieger. Dann können wir die ganzen Waffensysteme nehmen. Müssen wir erstmal hier diesen Shorts hochdrehen. So. Und jetzt nehmen wir einmal die Waffen heraus. Ist ein bisschen schwieriger. Wir haben hier sehr schön gestaltete Waffen, muss ich zugeben. Haben wir hier mit einem breiten Schussrohr. Sehr schön, wie gesagt. Macht auf jeden Fall was her. Oben mit roter Bemalung. Das heißt, die Waffen sind allgemein in so einer Art, ja, rauchfarbenen, leicht bräunlich verfärbten Schwarzton. Wie gesagt, mit Silber und mit Rot. Die Waffen können hier unten an den Flügeln befestigt werden. Dann haben wir hier noch die zweite Waffe. Wie gesagt, jede Waffe sieht anders aus. Auch sehr schön gehalten. Vorne richtig mit Öffnung, das heißt, es muss nicht nachgebohrt werden. Auch hier mit roten Accessoires. Die können wir jetzt auf der anderen Seite befestigen. So. Jetzt kommen natürlich noch die anderen Waffen dran. Dann haben wir hier noch diese Waffe. Auch sehr schön gestaltet. Allerdings ohne Rot. Trotzdem auch sehr schön. Man sieht hier unten die Details. Sieht aus, als wenn man die rumklappen könnte hier unten, aber das ist nicht der Fall. Trotzdem ein sehr schönes Detail. Und die Waffe können wir jetzt egal wo befestigen. Können Sie einmal hier unten dran machen oder ganz hier unten. Das ist dann komplett uns überlassen. Zum Beispiel. Und jetzt die letzte Waffe. Die Waffen lassen sich ein bisschen schwer natürlich aus dem Blister herausnehmen. Einmal hier diese Waffe. Auch sehr schön gestaltet. Richtig schön mit den silbernen Details. Auch hier vorne mit dem Lauf richtig aufgebohrt. Sehr schön. Und die können wir natürlich dann noch hier befestigen. Ich würde nur, damit es von der gleichen Höhe natürlich ist, die Waffen dann dementsprechend auch anpassen. So. Denn zwei Waffen sind höher als die anderen, die sind ein bisschen niedriger. So, und schon haben wir effektiv das Wings of Uranus Set, so wie es quasi ja vorgeschlagen wird. Wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten, die Raketen zum Beispiel hier drunter zu befestigen oder hier. Das ist dann uns überlassen. Ich habe es jedenfalls so. Ich finde es ziemlich nice. Und wie gesagt, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Raketen herauszunehmen. Das Blister lässt sich natürlich ein bisschen schwieriger teilen. Das ist nämlich hier an der Seite mit kleinen Dellen miteinander verbunden. Dementsprechend lässt sich auch schwerer öffnen. So, jetzt haben wir hier einmal die Raketen, sehr schön gemacht. Hier einmal die Mundplatte mit roten Verzierungen außen, sehr nice.
Und wie gesagt, hier die Raketen, die ordentlich was hermachen. So. Die sind außen an diesen kleinen Halterungen befestigt. Das heißt, ihr könnt sie auch richtig an diesen Halterungen zurückziehen. Sie weiter herausgucken lassen, wie ihr es natürlich wollt. Und so könnt ihr sie natürlich dann unter den Fliegern direkt platzieren. Dazu später mehr. Jetzt die Raketen zeige ich euch zum Schluss. Das ist einfach das Einfachste. Jetzt zeige ich euch am besten mal, wie dieses Set an Uranus aussieht. Und da sind wir wieder. Wir haben jetzt einmal hier unten das komplette Set in die Einzelteile zerlegt. Und jetzt wollen wir natürlich versuchen, dieses Set auch an Uranus zu befestigen. Dazu ist es ratsam, den Brustkorb von Uranus so vorzubereiten, wie ich ihn gerade hier zeige. Das heißt, die Flügel mit den, den Rädern quasi so nach unten drehen, dass die Räder nach innen gewinkelt sind. Dann nehmen wir hier diese Brustplatte, drehen hier die Wings, die außen, die roten Wings ein bisschen nach innen, befestigen jetzt es hier drauf. So, und drehen jetzt diese Flügel einmal komplett nach innen. Und schon haben wir den Brustkorb einmal befestigt. So. Sehr schön auf jeden Fall. Sieht deutlich besser aus als die kleine Drohne, die vorne dran hängt. Und es ähnelt natürlich deutlich mehr dem Original. Und dann haben wir noch diese kleine Faceplate. Die können wir ihm natürlich auch dann im Gesicht jeweils anstecken. So zoome ich jetzt einfach mal ein bisschen ran, um euch das zu verdeutlichen. So. Und jetzt stecken wir diese Faceplate quasi einmal ihm auf das Gesicht. Und was sagt ihr? Also ich finde es so deutlich besser, auf jeden Fall. Es macht deutlich mehr her. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, diese Platte hier auch noch natürlich unter den Kopf zu stecken. Davon rate ich eigentlich ab. Normalerweise hat er hier ja diese gelben Scharniere und alles. Und normalerweise wird diese Platte einfach darunter geschoben und nach vorne befestigt. Ich muss sagen, mir gefällt es nicht. Auch wenn es so aussieht, als wenn hier die Platte jetzt stimmiger aussieht. Es hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Das Kugelgelenk-Feature verschwindet. Das heißt, ihr könnt dann effektiv nur den Kopf nach links und rechts drehen und nach oben, nach unten drehen ist nicht mehr. Finde ich jetzt nicht so schön. Das ist dann euch überlassen, ob ihr es natürlich benutzen wollt oder nicht. So, anschließend haben wir natürlich dann noch den Torso oder wie gesagt die Hüfte. Dazu dreht ihr einmal die Hüfte komplett herum, dass quasi der Lendenschurz von Uranus nach hinten zeigt. Hier hinten guckt er raus, wie ihr hier seht. Und hier vorne wird so ein kleines Loch sichtbar. Das ist natürlich hierfür wichtig. Und den drückt ihr jetzt einfach so vorne dran. Na. So. Und schon haben wir natürlich einen deutlich besseren aussehenden Torso mit Brustkorb. Und es erinnert natürlich viel, viel mehr an das Original. So, dann haben wir natürlich noch hier in seiner Hand, habe ich schon vorgefertigt, einmal den Griff der ursprünglichen Waffe. Und den werden wir jetzt einfach mal mit der neuen Waffe bestücken. Dazu haben wir die neue Waffe. Wir drehen ja hier diesen Pin so nach außen, dass der kleine Pin nach unten zeigt. So. Und stecken das einfach genauso wie die ursprüngliche Waffe hier oben fest. So, und schon haben wir eine deutlich coolere Waffe ihm in die Hand gegeben, die natürlich dem Original viel mehr ähnelt. Ja, und alles in allem haben wir jetzt ein komplettes Set Uranus mit Add-on-Parts, mit allem drum und dran, mit Repro-Labels und. Und ich muss sagen, dieses Set ist so einfach Bombe. Es ist einfach, es sprengt alles, es ist einfach geil. Also wer wirklich Drittanbieter wirklich mag, es ist natürlich Geschmackssache, es gibt einige, die mögen sie nicht.
Die müssen jetzt auch am besten einfach mal weghören. Ja, diese Drittanbieter sind einfach spitze. Vor allem TFC Toys ist für mich momentan mein absoluter Favorit, was Combiner angeht, denn die Qualität ist hochwertig. Und wenn kleine Fehler wie bei den Gelenken auftreten, dass die Gelenke zu lose sind, kann man wirklich mit den einfachsten handelsüblichen Haushaltsmitteln kann man wirklich die Figur wieder reparieren. Man braucht wirklich nichts groß als Ersatzteile, wie auch immer. Und wenn wir uns das hier wirklich mal angucken, dieses Set ist doch wirklich einfach mal göttlich. Wir sehen hier diesen schönen Brustkorb. Wir sehen oben Uranus, so wie wir ihn kennen, mit Faceplate. Und wenn wir natürlich jetzt hier ihm noch die Kamera positionieren, die Augen Visors einfach mal runterziehen, macht er nochmal deutlich mehr her. Und wir sehen hier einfach, das Set ist einfach übelst geil. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe jetzt mittlerweile auch hier die Hüftgelenke soweit stabilisiert. Das heißt, die Figur steht auch, ohne dass sie wegrutscht. Das Review dazu, wie gesagt der Guide, wie er das repariert, den werde ich demnächst einreichen. Und jeder, der das Problem auch hat, der kann es natürlich dann ganz leicht beheben. Kostenaufwand 2 Euro und ja, das war's. Ich spare euch auf jeden Fall Porto und Mailverkehr, wie auch immer mit TFC Toys. Der unter anderem, muss ich einfach jetzt mal sagen, ziemlich schlecht ist. Ich habe vor etlichen Wochen denen eine E-Mail geschrieben, immer noch keine Antwort erhalten, was sehr schade ist. So, jetzt zeige ich euch aber im Anschluss natürlich noch die einzelnen Flieger im einzelnen Modus mit den Waffen etc., was natürlich auch nochmal ordentlich was hermacht. Dazu sage ich einfach nur, bis gleich. So, hier haben wir einmal Phantom. Natürlich auch mit der neuen Waffe, was echt super geil aussieht. Nicht mehr diese dämlichen Raketen in der Hand, nein, sondern er hat natürlich die passende Waffe dazu bekommen. Und wir haben natürlich bei dieser Waffe natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Einmal können wir ihm natürlich diese Waffe in die Hand geben. Wir haben natürlich auch noch andere Waffen, aber ich habe gedacht, irgendwie diese Waffe passt am besten zu ihm. Dann haben wir natürlich noch zusätzliche Raketenoptionen, die wir ihm geben können. Die werde ich euch jetzt natürlich auch nochmal zeigen im Flugzeugmodus. So, und hier sehen wir einmal Phantom mit kompletter Bewaffnung im Flugzeugmodus. Unter den Flügeln sind natürlich noch zwei weitere Raketen dazugekommen, was natürlich für den Flugzeugmodus echt deutlich was hermacht. Das gefällt mir richtig gut. Und die Waffe kann man eben quasi einmal hier hinten im Flugzeugmodus natürlich einmal befestigen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Gestaltung des Sets und so sehen die Flieger natürlich nochmal deutlich nach mehr aus. Wie gesagt, das Set kann ich jedem wärmstens empfehlen und ja, wenn ihr eine Aufwertung haben wollt, holt es euch. So, jetzt gehen wir natürlich weiter zum nächsten Member. Und hier haben wir natürlich einmal Harrier mit seiner hauseigenen Waffe. Was ich finde, eine sehr gute Auswahl ist natürlich für ihn. Ihr könnt natürlich auch hier wieder andere Waffen nehmen, doch ich finde, diese passt mit am besten zu ihm. Ja, und auch die Posen sind natürlich dadurch deutlich besser als mit diesen hässlichen Raketen als Waffen, die ich ihm natürlich einfach nur hier oben an die Arme befestigt habe. Natürlich könnt ihr auch die Waffen auch genauso wie die Raketen hier an der Seite befestigen. Das ist jeweils euch überlassen. Und jetzt zeige ich euch einmal natürlich den Flugzeugmodus mit der neuen Bewaffnung. So, und hier sehen wir natürlich jetzt Harrier mit seiner vollen Bewaffnung. Und auch hier sind einmal zwei zusätzliche Raketen dazugekommen auf jeder Seite. Natürlich muss dann hier sein zusätzliches Fahrt. So, und hier sehen wir natürlich Harrier auch mit seiner Zusatzbewaffnung. Hier sind auf jeder Seite jetzt jeweils zwei Raketen dazugekommen. Das Einzige, was jetzt nur ein bisschen schade ist, wir müssen dieses Zusatztriebwerk nutzen. Dieses Landegestell, Entschuldigung, ich verwechsel es immer wieder, weil hier ist sein Zusatzlandegestell, das unter den Flügeln quasi angebracht wurde, natürlich jetzt abhanden gekommen. Das heißt, wenn wir wirklich alle Raketen unter dem Flieger anbringen wollen, muss dieses
Landegestell dran glauben, ansonsten müssen wir halt auf 2 Raketen verzichten. Und was natürlich nicht so schön aussieht. Ja, ein sehr schönes Set. Das Einzige, was nur sehr schade ist, die Waffe. Ich habe jetzt jede Waffe ausprobiert, hält nicht hier unten drunter. Man kann sie auch sonst nirgendwo verstauen, was ich schade finde. Schön wäre es gewesen, wäre jetzt hier die Möglichkeit, ihn quasi hier unten drunter die Waffe zu befestigen. Was aber hier scheinbar nicht so ganz funktioniert. Und was ich auch sehr schade finde. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Modell. Und gerade mit den Waffen macht es natürlich noch mehr her. Ja, und jetzt kommen wir auch schon wieder zum nächsten. Und da sind wir auch schon bei Falcon angelangt. Und ich muss sagen, die Waffenwahl finde ich gerade für ihn auch passend. Wirkt wie ein kleines Snipergewehr und macht natürlich dementsprechend auch ordentlich was her. Diese Waffe, finde ich, ist auch von der Form her für ihn perfekt gemacht. Und ja, es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und jetzt kommen wir natürlich dann gleich zum Flugzeugmodus. So, und hier haben wir natürlich auch Falcon in seiner kompletten bewaffneten Form. Und ich muss sagen, er hat die eindeutig meiste Bewaffnung von allen und er sieht einfach nur übelst geil aus. Wir sehen hier, er hat insgesamt 4 Raketen pro Seite. Seine große Waffe quasi als Rakete, die 2 Zusatzraketen und die Seitenrakete. Übel geil. Unten sehen wir es dann auch nochmal. Also überhaupt nicht übertrieben von der Bewaffnung. Und ja, das Einzige, was mich auch hier nur leider ärgert, ist, dass wir seine Waffe nirgendwo unterbringen können. Hier wäre zum Beispiel ein Pack hier oben cool gewesen, wo man die Waffe drauf befestigt. Oder unten drunter. Leider beides nicht vorhanden. Hier hätte man vielleicht ein bisschen nachbessern können. Das finde ich natürlich auch genauso wie bei den anderen ziemlich ärgerlich. Oder wenn man den hier vorne platzieren könnte. Nun ja, aber trotzdem ein cooles Modell und natürlich mit den Bewaffnungen deutlich besser. Und jetzt kommen wir natürlich zum letzten Teammember. Und hier haben wir meinen absoluten Favoriten, Eagle. Eagle hat natürlich hier mit seiner kompletten Bewaffnung ordentlich was zu bieten. Und er hat deswegen auch von mir die geilste Waffe von allen bekommen mit dem breiten Lauf. Und sie passt einfach mit am besten zu ihm. Wir haben ja natürlich hier jetzt mit seinen Raketenwerfern, die können wir nochmal einklappen, haben wir natürlich dann jetzt hier die großen Raketen als Waffen. Und natürlich dann noch hier einmal seine coole Waffe, die wir hier nochmal zeigen können, die wirklich mit am besten zu ihm passt und auch dementsprechend richtig geil aussieht, gerade bei ihm. Und ja, was soll ich schon groß zu sagen? Wir kommen am besten gleich zur Bewaffnung von Eagle im Flugzeugmodus. Und hier haben wir natürlich Eagle, auch in seiner vollsten Bewaffnung. Wir haben einmal seine großen 2 Raketen auf jeder Seite, plus hier unten drunter jeweils seine 2 Zusatzraketen. Finde ich ziemlich cool. Und ich habe jetzt einfach mal die Waffe genutzt und die ihm hier in eine seiner Hände gegeben, um sie quasi mobil quasi mit zu verstauen. Und ich finde es, ja, sieht ziemlich cool aus, passt auf jeden Fall. Und ja, das war quasi das letzte der 4 Member. Und jetzt kommt natürlich noch zum guten Schluss nochmal, der letzte. So, und hier sind wir beim letzten Team Member. Und ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Die Figur von Silverbolt ist quasi ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was die Bewaffnung angeht. Hier, man kann natürlich die Waffe auseinandernehmen, einmal ein komplett großes Gewehr ihm in die Hand geben und die Flügel hier hinten an den Schultern befestigen. Ja, es ist ganz nett, aber es ist jetzt nicht so das, was ich erwartet hätte. Hier muss ich sagen, zum Beispiel, wenn die Brustplatte ihm noch so als Schutzschild hier dran gegeben worden wäre, wäre es natürlich noch geiler. Aber das ist hier leider nicht der Fall und das muss ich zugeben, gefällt mir so gar nicht. Es hätte zwar schöner sein können, aber das hat man hier einfach irgendwie ganz schlicht vergessen. Ja, und ansonsten die Teile wie der Brustkorb, wie gesagt, der Lendenschurz und die Halskrause bleiben außen vor. Die werden einfach an die Seite gelegt und das war's. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, nur die Figuren, so wie sie jetzt quasi hier uns gezeigt wurden. Das heißt, wir haben einmal hier die Waffen, was ich ja schon ganz nett finde mit dem Gewehr.
oder dann halt mit den Flügeln an der Seite. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es wollt, ist jetzt Geschmackssache, mir gefällt es jetzt nicht, könnt jetzt auch hier drauf wie so einen riesen Heavy Bolter quasi daraus machen. Das ist natürlich auch noch euch überlassen. Würde mir jetzt nicht gefallen. Wäre jetzt vielleicht Granatwerfer oder so. Aber wie gesagt, ist nicht so das Wahre. Und deswegen lasse ich jetzt persönlich die Waffen so zusammen. Ja. Was haltet ihr davon, von dem Set? Ich würde gerne eure Meinung erfahren. Hier natürlich schade, dass man die Waffen nicht im Flugzeugmodus auch nochmal verstauen kann an ihm. Aber ansonsten ganz nett. Meldet euch bitte bei mir und sagt mir, was ihr von diesem Review haltet, von dem Set. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich auch das nächste Mal wiedersehen. Und ja, was soll ich schon groß sagen? Abonniert mich, empfehlt mich weiter, wie auch immer. Und wir sehen uns natürlich dann das nächste Mal wieder bei meinem nächsten Review, wenn es heißt It's Review Time. Bis dahin, euer Rex4.